Sascha für netbooknews.de und ich muss euch wirklich mitteilen, ich bin zutiefst berührt. Ich habe gerade ein Erlebnis gehabt, was wohl nur der gute Mensch hatte, der nach dem Gebrauch von lustigen Pilzen oder sonstigen Kräutern den Doppelregenbogen gesehen hat. Schaut euch einfach mal Double Rainbow auf YouTube an. Aber ich bin ganz nah dran, denn ich habe ein weißes. Und es ist wirklich weiß. Ein weißes iPhone 4 in meinen Händen. Es ist nicht schwarz, nein, es ist weiß. Und deswegen ist es das weiße iPhone 4. Und deswegen habt ihr diese ganzen News in den letzten Wochen gesehen, die so unglaublich waren. Weil es gibt ein weißes iPhone 4. Das große Problem, nicht nur bei dem weißen iPhone 4, ist aber ganz einfach Glossy Display. Das heißt, ihr seid unterwegs und die Sonne scheint. Es spiegelt sich alles. Wir haben jetzt einen bedeckten Himmel hier. Man kann es ja eigentlich auch mal auch noch anschalten. Und ihr seht die ganzen Reflexionen, die ihr drin habt. Das Schöne ist aber ganz einfach, dass die Leute von Moshi auch ihren matten Screen Protector, den wir auch für Tablets und so weiter schon hatten, inzwischen auch fürs iPhone 4 rausgebracht haben. Das ist übrigens das super langweilige iPhone 4 in Schwarz, was natürlich keiner mehr haben will, nachdem die sensationelle News rauskam, dass das iPhone 4 auch in Weiß gibt. Hinten ist auch noch kleine Protection Foil, Schutzfolie angebracht. Aber wie gesagt, vorne in Matt und ihr werdet es nicht glauben, ich bin so mutig und versuche das jetzt hier vor Ort zu installieren. Ich habe den Spaß hier in den Händen und wer immer das schon mal gemacht hat, vor allen Dingen auf so einem kleinen Gerät und weiß, wie schnell so ein Spaß Blasen wirft, der weiß, dass ich entweder Deutschlands Antwort auf David Copperfield bin oder ein reiner Künstler. Guckt euch das an. Hat mich 3 Sekunden gedauert? Hat mich 3 Sekunden gedauert. Sensationeller Satz. Hat 3 Sekunden gedauert, mich 3 Sekunden gekostet und sieht gut aus, passt genau, keine Blasen da drauf und die Oberfläche ist so ein extra Swipe, Easy Swipe nennt sich das, glaube ich. Und es war halt auch einfacher zu bedienen und ja, das ist das sensationelle, unglaubliche, niemals erreichte, weiße, wie gesagt, weiß, nicht schwarz, iPhone 4. Mit der neuen Schutzfolie von Moshi, die das ganze Ding auch matt macht und wo ihr es einfach vernünftig im Sonnenlicht nutzen könnt. Ich bin Sascha für netbooknews.de. Nochmal mit dem weißen iPhone 4. Vielen Dank fürs Zusehen.